Servus! Heute gibt es von mir ein Haul, und zwar ein Kleinkind- und Baby-Haul. Und ja, ich habe ein bisschen beim H&M, beim C&A und beim Wish bestellt und gekauft. Und jetzt fangen wir mit dem Haul gleich mal an. Und zwar fangen wir gleich mit dem ersten Produkt an, was eigentlich vielleicht für manche nicht in den Herbst gehört, aber meine kleine Tochter, meine große Tochter hat kein Bikini mehr gehabt. Und der war gerade beim C&A im Angebot und dann habe ich mir gedacht, den muss ich mir kaufen. Der ist total süß und im Winter geht man ja ins Hallenbad und sie braucht ein Bikini, weil er auf jeden Fall mit ihnen ins Hallenbad gehen will, weil sie saumäßige Angst vor dem Wasser hat und ich würde gerne, dass sie sich langsam hintastet dazu, dass sie sieht, wie ihre kleine Schwester drin spielt und dass sie dann auch damit Freude kriegt. Also erst mit diesen, ja, da ist ungefähr so viel Wasser drin, dass wir da mit den Kindern dann erst einmal spielen. Dann habe ich beim C&A ebenfalls was in der Abteilung gefunden für Prozente und ich habe mir gedacht, die werden da ein Body unter anziehen. Da Elena ist 110 oder sonst im Sommer. Das ist voll süß, da sind so Pailletten oben. Seht ihr das? Voll toll. Hat sie noch nicht gesehen, wird sie sicher eine extreme Freude haben. Jetzt schauen wir mal weiter. Dann ist etwas, das ist von H&M und zwar eine 86. Das ist für die Emily. Das ist ein richtig schöner Strickpulli und ich finde so ein richtig schöner Strickpulli mit Knöpfe. Kehrt einfach in den Herbst und in den Winter rein. Den braucht man einfach und sie braucht halt etwas für sich und warum er immer orange in der Kamera im Moment, egal. Und dann habe ich auch noch was für sie gefunden. Das ist auch 86 und dann habe ich mir gedacht, einen Hasenpulli, der Cornichan mit so einer süßen Masche oben. Das hat mir so gefallen. Und wie gesagt, sie hat kaum Pullis, weil die Elena hat diese Größe 86 überhaupt übersprungen und hat die nie gehabt. Und deswegen der zweite Pulli. Dann geht es weiter, dieses Mal aber Elena eher. Pulli. Und zwar hat sie noch einen Pulli gekriegt, sie hat zwar jetzt schon ein paar und der ist jetzt in 104. Der schaut so aus. Den habe ich einfach schön gefunden. Der hat so Schmetterlinge mit Schmetterlinge drauf. Dann gehen wir gleich weiter. Hat es auch noch für die Elena gegeben und zwar die gehören zusammen. Ich habe sie aber schon auseinandergerissen oder eher meine Tochter hat sie auseinandergerissen. Ist auch 104, genau. Also 98, 104. Das ist einer mit Sternchen drauf, weil sie total auf Sternchen steht. Hat sie sich selbst ausgesucht und dazu war dieser Pinke dabei. Ich finde, das ist halt Schweinchenpink. Aber über irgendwas, einfach was drüber anziehen und passt das schon. Und eigentlich gefällt mir so die Farbe auch für Mädels. Ich bin ja da nicht so. Dann, das habe ich für sie ausgesucht. Das wollte sie selber gar nicht haben eigentlich. Aber ich habe mir gedacht, nee, das brauchen wir fast so an. Dunkelroten Pulli, sieht man das schön? Ja, jetzt ist er schön. Und einen gestreiften dunkelroten Pulli. Dann habe ich mir dazu gedacht, dann einen kleinen Rock, weil sie hat einen Rock. Und dann kann man unter den Rock noch eine schöne weinrote Strumpfhose hingeben. Ja. Und der Grau ist auch dabei, weil man braucht eh immer Strumpfhosen. So habe ich mir das gedacht, dass er ein bisschen stylischer ausschaut. Stylischer. Gut, gehen wir gleich weiter. Dann waren wir wieder beim, das ist wieder vom C&A. Der Bulli, der ist eine 104 und der schaut so aus. Den hat sie sich selbst ausgesucht. Sie steht voll auf Hunde und der hat auch noch so eine lustige gelbe Brille rum. Die musste ich einfach kaufen. Ich denke, dazu wäre er eine Jeans anziehen oder eine graue Hose und dann passt das schon. Oder auch ein Rock und dazu die graue Strumpfhose. Wird auch gehen. So, gehen wir weiter. Das hat sie sich selbst ausgesucht. Das ist 190, 104, so wie alles für die Elena. Das hat sie sich selbst ausgesucht. Ist mit Glitzer. Hat mir sehr gut gefallen. Sie hat sich das Blaue absichtlich ausgesucht. Das finde ich immer schön. Sie greift immer zu den eher blauen Sachen. Und ich finde, das passt mit ihren blauen Augen perfekt zusammen. Und ja, mir hat das auch sehr gut gefallen. Das Glitzer und Schmetterlinge sind auch drauf. Sie ist total ein Schmetterlings-Fan. Dann gehen wir weiter. Das letzte Produkt, glaube ich, was sie noch bei C&A gekauft habe, ist auch eine 104. Und das ist eine Katze. Und das sind so Pailletten drinnen. Seht ihr das? Es kann entweder ein rotes Gesicht haben oder so rot-pink oder ein goldenes. Ja, hat sie jetzt spektakulär gefunden. Ich finde es auch recht lustig. Hat sie gekriegt. Warum nicht? Wollt sie haben, hat sie gekriegt. Gut, und das letzte Produkt ist, Entschuldige, vom Wish. Ja, ich bestelle manchmal gern was vom Wish. Ja, mir gefallen da ein paar Sachen auch immer wieder. Und ich habe eigentlich gedacht, dass man da nur diese Hose kriegt. Und zwar für die Elena, für die Emily. Und da ist halt so irgend so was aufgenäht und ist da hinten ein Popschi auch noch was aufgenäht und auf dem Popo ist auch
Erdbeere drauf und da ist auch noch was. Also wirklich auch schöne Hosen mit einer Strumpfhose, sicher super und mit so einem Bündchen, dass der Bauch auch sehr schön reingeht. Ich muss euch aber dann sagen, Wish-Sachen sind manchmal richtig schlecht. Es wird von mir ein Video dazu geben von Gwand, was ich mir aus Wish bestellt habe und wie das jetzt ausschaut, nach dem ersten Mal waschen, wie man es zugeschickt kriegt und so. Es ist halt, es wird halt schnell hin. Aber ich wollte es trotzdem haben wegen dieser Jeans und ihr habt nicht gewusst, dass es dazu noch einen Pulli gibt. Und diesen Pulli habe ich dazu gekriegt und das ist die Ultimate Leaf Lieb. Mit Pilze drauf, dann ist da noch eine Erdbeere drauf, ein Madel, ein Mädchen, oh, ist kein Mädel. Das ist eine Maus. Eine Maus und ja. Und hinten steht noch um Pretty. Also total hübsch. Und ich glaube, jetzt sind meine Kinder ausgestattet. Es kann auch sein, dass ich noch einmal zum Kick gehe. Mal schauen. Noch einmal schauen, was der Kick so hat, weil er hat manchmal so Kamote sagen wir zu Hause und dann habe ich halt so gern so, dass was alles zusammenpasst und irgendwas richtig schön Kamotes, Warmes, wo sie sich einkuscheln können. Das brauchen sie noch. Aber prinzipiell sind das eher sehr, sehr viele Sachen und ist, ja, wahrscheinlich jetzt einmal genug. Bis dahin, für euch!